Und ja, heute in diesem Video dreht sich alles um den neuesten, größten Sprung auf unserem Hometrail hier. Und ja, den haben wir jetzt schon gebaut. Das seht ihr gleich im Zeitraffer, wie wir den bauen. Und ja, der Emanuel ist den auch schon zweimal gesprungen. Einmal ein bisschen, naja, und einmal ein bisschen besser. Und dadurch, dass wir halt keinen Bock haben, unsere Fahrräder kaputt zu machen, haben wir jetzt da, füllen wir dahin, so zwei Paletten hingetan und so ein bisschen Erde, dass man halt, wenn man zu kurz springt, halt auf die Paletten fallen kann. Beziehungsweise auf den Paletten landen kann. So, ja, halt, und ich würde sagen, let's go mit dem Video, viel Spaß. So, also, hier ist schon so eine Markierung. Moment. So, hier, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da habe ich gestern mit dem Fuß mal eine kleine Markierung gemacht. Hier ungefähr. So, da soll der Absprung hin und dann da, wo die Wurzel rausguckt, ungefähr die Landung. Normal wollten wir den Absprung hier hinbauen und dann dahin, wo das Holz halt rausguckt. Aber das wäre halt zu viel Arbeit, weil da noch die ganzen Baumstümpfe drin sind. Und eigentlich wollten wir halt so ein Roadgap bauen, dass du halt unten auf den Rob wieder drauf kommst. Also es geht halt leider nicht, deswegen haben wir uns überlegt, bauen wir einfach so ein 10 Meter Double. Und da wir jetzt halt hier noch diesen Auslauf, sag ich jetzt mal, von der Freeride Line haben, also hier den Weg, da, ja, bauen wir den einfach dahin, beziehungsweise die Landung dahin. Und ich würde sagen, let's go.
Jungs! Jetzt mit dem Video vom 8-Meter-Double. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein neues Video hier auf diesem Kanal verpasst. Und in dem Sinne, ciao, bis zum nächsten Video.